Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Erklärvideo von Peters Log Service. Heute möchte ich euch das Master Service Tool erklären anhand einiger Bildschirmvideos. Wenn man das Master Service Tool öffnet, habt ihr dieses Bild vor euch. Als allererstes müsst ihr mal das PC-Modul oder eure Zentrale verbinden. Dazu geht man auf Interface, Konfiguration. In meinem Fall wähle ich jetzt erstmal das PC-Modul und dann den passenden COM-Port des PC-Moduls und sage dann Interface öffnen. Man kann das Ganze automatisieren, um nicht jedes Mal von Hand das Interface zu öffnen und zu schließen, indem man hier auf automatisch öffnen klickt. Das Programm unterteilt sich in drei Bereiche. Wir haben hier einmal CV, Lesen und Schreiben. Wir haben den Punkt Firmware Update und den Punkt Sound Update. Beginnen wir nun mit CV Lesen und Schreiben. Ich klicke also zuerst auf dieses Symbol, dann hier auf Decoder CV-Werte, sage Neu. Und hier gibt es eine Besonderheit, die allerdings nur funktioniert mit einem Masso-Decoder, dessen Programmiersperre schon aufgehoben ist. Ist also die Programmiersperre aktiv, funktioniert dieser Erkennmodus nicht. Auch bei allen anderen Decodern, LGB-Decoder zum Beispiel, funktioniert diese Erkennung nicht. So, in meinem Fall ist es ein XLS-Decoder, er müsste es also erkennen. Ich klicke also hier drauf. Es werden drei Werte ausgelesen und wie ihr seht, er erkennt den passenden Decoder, die passende Vorlage. Ich klicke also auf OK. Für alle anderen, zum Beispiel wo die Programmiersperre zu ist, ihr klickt einfach hier drauf und wählt euren passenden Decoder aus. Das geht genauso. So, ich habe jetzt hier die passende Vorlage und möchte erstmal sämtliche CVs meines Decoders auslesen. Das mache ich hiermit. Mit der Lupe klicke ich darauf und jetzt werden nach und nach alle CV-Werte ausgelesen. So, ich habe jetzt den kompletten Decoder ausgelesen. Ich erkläre jetzt mal die einzelnen Bereiche. Wir haben hier den Punkt Einzel-CV. Ich kann hier also eine einzelne CV ändern oder auch auslesen. In dem Fall sage ich jetzt mal, die CV1 möchte ich gerne auf den Wert 10 setzen. Mit diesem Stift wird der Wert geschrieben. Ihr seht, die Adresse, die ja in CV1 steht, hat sich jetzt hier auch geändert. Ich kann jetzt auch hier die Adresse wieder rückändern. Schreibt das wieder rein. Allerdings wird hier nicht nur die Adresse geändert, sondern auch, wie ihr seht, die Fahrtrichtung, die Fahrstufen, ob analog und Digitalbetrieb. Also hier kann ich Dinge quasi im Klartext ändern. Ich sage jetzt hier zum Beispiel nur Digitalbetrieb. Ich möchte 28 Fahrstufen. Ich möchte die Adresse 12 und schreibe das in den Decoder. Weiterhin sage ich hier in der Massot-Config, ich möchte nur parallele Funktionsdaten und schreibe das Ganze rein. Dann seht ihr hier verschiedene Reiter. Wir sind jetzt gerade im Allgemeinen. Dann gibt es hier den Punkt Fahreigenschaften. Hier kann ich alles einstellen,
was eben, wie der Name schon sagt, mit den Fahreigenschaften zu tun hat. Ich kann also hier die maximale Geschwindigkeit ändern, auch hier schreiben. Drückt man auf dieses Fragezeichen, kriegt man auch Hilfe zu dem Wert, den man ändern möchte. Dann haben wir hier die Schaltausgänge. Ich kann hier also festlegen, welcher Schaltausgang mit welcher Taste ausgelöst wird, ob nur bei Vorwärts- oder Rückwärtsfahrt. Auch das kann man schreiben, lesen. Ich kann hier auch Sonderfunktionen festlegen für die Schaltausgänge. Das kann sich auch ändern. Hier zum Beispiel beim Schaltausgang 3 gibt es zum Beispiel noch die Taktsimulation. Hier hinten sind die Dimmwerte. Ich kann also festlegen A3, A4 auf ungefähr 5 Volt gedimmt. Möchte aber nur, dass A3 gedimmt wird. Dann kann ich das ganz einfach hier mitmachen. Muss also nichts von Hand dazu addieren. Wie ihr hier seht, das übernimmt alles das Programm automatisch. Für die Schaltausgänge gibt es noch eine weitere Funktion. Ihr seht auch hier steht nur Schaltausgang 1, Schaltausgang 2. Ich weiß aber nicht, was wird hier geschaltet. Auch das kann ich ändern, indem ich hier auf Decoder CV-Werte gehe, Funktionstexte anpassen. Und kann hier anstatt Schaltausgang 1 sagen, das ist der Verdampfer. Die Nummer 2 ist das Kesselfeuer. Nummer 3 ist Licht innen und so weiter. Das Ganze mit OK bestätigen. Das kann man mit Ja bestätigen. Und ihr seht, das steht jetzt hier im Klartext bei den entsprechenden Ausgängen drin. Dann haben wir hier die Sound-Allgemeinwerte. Ihr seht hier in diesem Bereich eine Besonderheit, dass zum Beispiel hier nur steht Sound 05, Sound 07. Ich weiß also gar nicht, um welchen Sound es sich hier dreht. Das kann man ändern. Man geht hier auf Decoder CV-Werte, Soundtyp wählen, wählt die passende Lok aus. In dem Fall hier eine SD70. Die Warnung kann man übergehen. Und ihr seht, jetzt steht hier im Klartext, um welche Sounds es sich hier handelt. So, im nächsten Punkt Soundausgänge kann ich festlegen, welcher Zusatzsound mit welcher Taste ausgelöst wird und mit welcher Loopanzahl die Sounds laufen sollen. Zum Beispiel, ihr seht hier, der Sound Nummer 5, die Schmierölpumpe, wird zweimal geloopt. Oder auch das Anfahrsignal rückwärts wird auch zweimal wiederholt. Dann haben wir den letzten Reiter, Soundlautstärke. Hier kann ich eben die Lautstärken festlegen. Einmal die Gesamtlautstärke oder auch über Potti. Oder die Lautstärken der einzelnen Geräusche. Ihr findet also alles, was in der Anleitung beschrieben ist, hier im Klartext einstellbar im Mazot Service Tool. Hat man all seine Werte gesetzt, ist es sinnvoll, die Konfiguration auf seinem PC abzuspeichern. Das mache ich hier unter Decoder CV-Werte, sage dann Speichern. Gebe dem Ganzen einen Namen
und klicke auf Speichern. Und schon habe ich meine Originalkonfiguration gesichert. Sollte ich mal aus Versehen irgendwelche Werte so verstellen, dass die Lok gar nicht mehr läuft, dass der Sound nicht mehr funktioniert, kann ich immer wieder auf diese Konfiguration zurückgreifen und die komplett zurückschreiben. Das mache ich einfach, indem ich diese Konfiguration nochmal lade. Ihr seht es hier, SD70. Und dann hier komplett alle CV schreiben. Und dann habe ich wieder meine alte Konfiguration im Decoder gespeichert. Der nächste Punkt ist das Firmware-Update. Hier kann man sagen, alles, was am Masot-Bus der D-MAX-Zentrale hängt, das kann man auch mit der D-MAX aktualisieren. Die Zentrale selbst, dafür braucht ihr ein anderes Programm. Das werde ich später nochmal erklären. Das könnt ihr nicht mit dem Masot Service Tool updaten. Alle anderen Geräte wie Emotion Decoder oder Verdampfer, hierfür braucht ihr zwingend ein PC-Modul. Hier als Beispiel benutze ich jetzt einmal den Sounddecoder, den XLS. Ihr seht, es gibt hier zwei Varianten, das Update durchzuführen. Ein, sag mal, normales Update oder ein Fast Update. Das Fast Update ist nur möglich, wenn ihr die USB-Version des PC-Moduls habt. Alle anderen in der seriellen Variante benutzen das normale Update. So, das Firmware-Update dauert nicht so lange, deswegen mache ich jetzt hier mal das normale Update. Ich klicke also hier drauf, es kommt nochmal eine Warnung. Sage dann ja. Und das Update beginnt. Und wenn das Update dann durch ist, dann machen wir wieder weiter. So, ihr seht, das Update ist abgeschlossen. Ich klicke auf OK. Ich kann das Fenster hier auch schließen. Noch ein kleiner Hinweis zur Programmierung der Decoder. Einige Decoder brauchen einen Motor als Last. Beachtet bitte hier die Bedienungsanleitung eures Decoders. Unter dem entsprechenden Decoder seht ihr hier noch eine Anzeige-Historie. Klicke ich darauf, geht ein PDF-Dokument auf, wo ich die ganzen Änderungen sehen kann, die es gegeben hat in der Firmware. Ich kann also dann entscheiden, ob ich dieses Update wirklich brauche. Der nächste Punkt ist das Sound-Update. Ich beschreibe jetzt erst einmal nur die regulären Sound-Updates. Das mit den eigenen Sounds kommt in einer anderen Videoanleitung. Auch hier wähle ich wieder meinen Decoder aus. Momentan sind im Masot Service Tool 3 noch nicht alle Soundvarianten vorhanden. Die werden jetzt aber nach und nach eingepflegt. Ich wähle hier also eine Lok aus und habe hier die Maske für mein Update. Zum einen kann ich hier mein Sounddatenblatt aufrufen und hier auch wieder die Option für ein Gleis-Update und ein Fast-Update. Ein Gleis-Update für den Sound kann bis zu 45 Minuten dauern und man muss wirklich gewährleisten, dass die Stromübertragung zu 100% sicher ist.
Also am besten über Krokodilklemmen an die Schleife anschließen, so dass es nie passieren kann, dass der Strom mal unterbrochen wird und die Programmierung abbricht. Für das Fast Update müsst ihr Folgendes beachten. Zum einen muss die SUSI-Schnittstelle aktiviert sein. Am besten setzt ihr CV49 auf 18. Und zum anderen muss die SUSI-Schnittstelle mit dem Fast-Update-Anschluss eures USB-PC-Moduls verbunden sein. Der Decoder selbst muss nicht aus der Lok ausgebaut werden, er kann auch in der Lok verbleiben. So, in meinem Fall mache ich jetzt natürlich ein Fast-Update. Das dauert nur etwa 10 Minuten. Ich klicke also hier drauf. Hier kommt auch wieder die Warnmeldung. Bestätige ich. Hier kann es mal vorkommen, dass erstmal eine Fehlermeldung erscheint. Aber ihr seht, dann geht's los. So, und wenn das Update fertig ist, machen wir wieder weiter. So, wie ihr seht, ist das Sound-Update erfolgreich beendet. Ich möchte euch jetzt nur noch eine Sache zeigen, das ist das Update des Muzzle Service Tools selbst. Ihr findet das unter Allgemein Online Update. Ihr könnt hier jetzt alles anklicken, dann auf Updates prüfen und seht neue Dateiversionen vorhanden und klickt dann auf markierte Dateien updaten. Das Programm lädt sich dann die aktuellen Daten herunter. Dann eine Meldung aus, Update erfolgreich und beendet sich dann. Ihr müsst es dann neu starten. Und schon ist euer Programm auf dem neuesten Stand. So, das war das Erklärvideo zum Muzzle Service Tool. Beim nächsten Video möchte ich euch erklären, wie man die Zusatzsound im Muzzle Service Tool ändert. Bis dahin, tschüss, bis zum nächsten Mal.